und eine Tonne Kohle bringt 50 Mark, ein Vermögen in Senica. Dafür kann man sich nämlich ein Kilo Zucker kaufen oder 20 Eier oder 5 Kilogramm Mehl auf dem Schwarzmarkt. Das Bergwerk ist längst aufgelassen, mit primitiven Werkzeugen und mit der Hand wird gearbeitet. Doch es geht ums nackte Überleben. Unten in der Stadt haben sie mit ihren Frauen und Kindern in einem Kino Zuflucht gefunden. 380 Überlebende der sogenannten ethnischen Säuberung. Sie hängen am Tropf der internationalen Hilfe. 250 Gramm Brot am Tag, etwas warme Suppe. Seit 15 Monaten hausen die meisten hier. Sie haben nichts zu tun, träumen aber davon, möglichst bald wieder in ihre Heimatorte zurückkehren zu können. Die 50.000 Flüchtlinge sind nicht wohlgelitten von den 100.000 Einheimischen in Senica. Immer stärker wachsen die sozialen Spannungen, denn auch die anderen haben nichts zu essen. Wenn ich damals geahnt hätte, wie ich heute mit meinen beiden Kindern leben muss, dann wäre ich nie vor den Serben aus Banja Luka geflüchtet, sagt diese Frau. Es wäre besser gewesen zu sterben, als so zu leiden. Und immer mehr Moslems flüchten weiter nach Senica. Wenn nicht mehr Hilfslieferungen nach Zentralbosnien kommen, klagen die Helfer, dann droht Tausenden der Hungertod oder der Tod durch Erfrieren, aber auch